Hallo ihr lieben Nosy Rosies. Für diese erste themenfreie Woche im März habe ich mir überlegt, dass ich über ein CNN-Video reden möchte. Und zwar über ein Interview mit dem ugandischen Präsidenten. Wie ihr vielleicht wisst, wurde in Uganda vor kurzem ein Gesetz erlassen, das eine lebenslängliche Strafe für Homosexuelle bedeutet. Sprich, jede homosexuelle Handlung wird strikt mit lebenslänglich bestraft. Das Interview fand ich persönlich sehr interessant, weil es ein paar ganz neue Einsichten gegeben hat. Ich meine, Afrika ist eine komplett andere Kultur, als sie bei uns in Europa vorherrscht oder in Amerika, in der westlichen Welt ganz allgemein. Und das war wirklich aufschlussreich, ja, ich muss sagen, aufschlussreich, das Video anzusehen. Zuerst mal wurde gefragt, wie er persönlich Homosexualität empfindet. Und das Wort, das er gewählt hat, war disgusting, also widerwärtig. Natürlich ist das sehr verletzend, also ist seine persönliche Meinung. Gut, das muss man mal so stehen lassen. Dann haben sie weiter erzählt, miteinander geredet und er meinte, er hätte Homosexualität hingenommen. Natürlich mag er sie nicht und er wird sie niemals bevorzugen oder begünstigen wollen. Aber er wird es hinnehmen, wenn denn dem so wäre, dass es eine angeborene Krankheit wäre oder zumindest in irgendeiner Weise angeboren. Aber die Wissenschaft hat das widerlegt, das hat er selbst mehrfach gesagt. Und jetzt, wo es eine freie Entscheidung ist, findet er es erst richtig widerlich, sich dafür zu entscheiden. Einen kleinen Fehler, und da geht er dabei, es ist keine freie Entscheidung. Es ist schwer zu erklären, aber ihr Zuschauer werdet sicher wissen, es ist keine freie Entscheidung. Man spürt es einfach irgendwann, man ist einfach so, egal ob das so angeboren ist oder nicht. Man merkt einfach, irgendwann platzt der Knoten, hey, so bin ich. Und nach und nach, doch ganz plötzlich, merkt man dann, dass man nicht hetero ist. Also es ist, denke ich, bei niemandem wirklich eine Entscheidung zu sagen, okay, ich will jetzt nicht so konventionell sein, ich bin Nonkonformist, stehe ich halt auf Jungs. Nein, das wird bei keinem so laufen. Da begeht ein kleiner Fehler. Also es ist immer noch keine freie Entscheidung, das zu werden. Auch wenn es nicht zwanghaft genetisch bedingt ist. Aber auch das ist noch nicht so ganz geklärt. Weiter reden die beiden darüber, inwieweit es sinnvoll oder unsinnig ist, dass sich der Westen in die Angelegenheiten von Uganda einmischt oder das bewertet. Der ugandische Präsident meint das so, dass man Afrika bitte die Chance lassen sollte, sich selbst zu entwickeln, auch eigene Fehler zu machen. Und er gibt zu, dass es ein Fehler sein könnte, Homosexualität zu verbieten und sie mit lebenslänglich zu bestrafen. Aber wenn es denn ein Fehler ist, möchte er bitte, dass Afrika das selbst herausfindet. Das heißt, er fordert, dass Afrika eine Chance hat, sich eigenständig, unabhängig vom Westen zu entwickeln. Und das, muss ich sagen, ist ein sehr gutes Argument, das er bringt. Das kann ich auch nur unterstützen. Ich meine, wer sind wir zu behaupten, dass unsere westliche Meinung der Weisheit letzter Schluss ist? Könnte auch sein, dass wir in manchen Punkten falsch liegen. Im Punkt Homosexualität wahrscheinlich eher nicht, aber in anderen Punkten kann das der Fall sein. Und das Argument hat er so allgemein gebracht, dass man dem ganz allgemein auch zustimmen kann. In einzelnen speziellen Punkten wie Homosexualität muss ich dann doch widersprechen, aber im Allgemeinen war das ein wirklich gutes Argument. Also wenn ihr gut Englisch versteht, schaut euch das Video auf jeden Fall an. Ich fand es sehr, sehr interessant und sehr, sehr aufschlussreich. Es ist eine völlig andere Denkweise, die der ugandische Präsident hat, als man hier im Westen für gewöhnlich pflegt. Und es ist einfach wirklich interessant. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Es ist ein schönes Video, auch wenn er natürlich des Öfteren sagt, dass er die Homosexuellen widerlich findet, wider die Natur und sowas. Aber trotzdem, es ist wirklich aufschlussreich, die Denkweise des ugandischen Präsidenten mal hautnah kennenzulernen und sie wirklich ganz nah zu verstehen, mehr oder weniger unabhängig von westlichen Werten. Wir sehen uns dann nächsten Montag wieder.